Hallihallo meine lieben Zuschauer, herzlich willkommen zum heutigen Video. Heute spielen wir das Spiel Shin Megami Tensei 5. Wenn euch das Video gefällt, lasst ein Abo und ein Like da und ich wünsche euch jetzt viel Spaß mit dem Video. Hallihallo meine lieben Zuschauer, herzlich willkommen zum heutigen Part von Shin Megami Tensei. Ja, wie ihr sehen könnt, habe ich den Hallihallo meine lieben Zuschauer, herzlich willkommen zum heutigen Part von Shin Megami Tensei. Ja, wie ihr sehen könnt, habe ich den kleinen Plagegeist wieder dabei. Warum, kann ich euch auch direkt erklären. Ich habe ja offscreen noch mal ein bisschen so Mitamas gefarmt, einfach um ein bisschen Glowing-Kristalle zu sammeln. Und dabei habe ich zum einen hier bei diesem Baphomet diese Nebenquest abgegeben und auch beim Händler hier was erhalten. Das zeige ich euch auch mal eben kurz. Also, ja. Ich habe einen Scholzer-Talisman erhalten, einen schändlichen Talisman und hier auf unten rechts auf dem Bild könnt ihr dann auch sehen, wo ich den kleinen Plagegeist eingesammelt habe. Den könnt ihr da einfach easy holen. Ja. Um zurück zum Thema zu kommen. Heutige Folge. Ich sammle jetzt erstmal ein, was die Kleine mir hier geben will. Ich finde es schön, dass ich sie überhaupt einsammeln konnte. Ich dachte, sie wäre jetzt halt wirklich weg. Ich habe mich so gewundert, als ich die dann einfach offscreen da gefunden habe. Ich habe auf der Karte auch schon gesehen, dass da eine Stelle ist, wo ich hin will, weil da ein Glorienkristall auf mich wartet. Ich habe auch schon ein paar Viecher schon probeweise fusioniert, um ein paar Fusionen freizuschalten. Da darf ich noch nicht durch, stimmt's? Oder habe ich recht? Ja, da darf ich noch nicht durch. Irgendwann lassen die mich durch. Ich hab's im Gefühl. Ja, die heutige Folge wird wahrscheinlich auch hauptsächlich daraus bestehen, dass ich jetzt diese Stadt hier einmal abgrase. Nach allem möglichen Zeug. Aber zuallererst natürlich der Glorienkristall. Ach ja, ich habe momentan ein paar neue Party-Member geholt. Zum einen den hier, der ist mega nützlich zur Mitame-Jagd. Der heißt Toff. Und ihr seht ja die Fähigkeiten. Die zweite davon, Megiddo. Das ist eine Allmachtsfähigkeit, die alle Gegner trifft. Und deswegen ist sie richtig gut zur Mitama-Jagd, weil mit Mitamas trifft man mit Allmachtangriffen immer. Und Megiddo macht halt ordentlich Schaden. Ja, dann habe ich mir noch den Mothman geholt. Der wird auch bleiben. Der kann Blitzangriffe. Nikomata und Yakshini weiß ich nicht, ob ich die behalte. Ich werde mir auf jeden Fall Yakshini wahrscheinlich nicht behalten und dafür dann Chiron-Noob wiederholen. Und den Fürst habe ich mir, glaube ich, auch noch offscreen geholt. Der hat eine gute Lichtkraft. Würde er auch noch eine Fähigkeit wie Segen haben, würde ich ihn tatsächlich sogar gegen den normalen Engel tauschen, weil er stärker ist. Aber hat er nicht und ich habe keinen anderen, der alle gleichzeitig heilen kann. Ja, ansonsten habe ich die halt noch ein bisschen trainiert. Es kann auch sein, dass ich Lilim austausche, weil die ist auch nicht so gut. So, und wenn man schon von Mitamas spricht, du brauchst gar nicht wegrennen. Aber sie ist im Moment, also der eine ist momentan nur im ersten Gebiet zwar nützlich, aber ich kann es ja übrigens trotzdem zeigen. Erstmal mache ich aber ein Fernrohr, weil ich will auf Nummer sicher gehen. Okay, Feuer. Ich glaube, ich müsste so oder so wechseln. Ja, ich hole den jetzt einmal rein in die Gruppe. Wenn er dran kommt, könnt ihr den Angriff sehen, den ich meine. Der ist richtig nützlich, der Dude. Ja, du kannst eh nichts machen. Bei dir kann ich nur eine Feuerschelbe einsetzen. Ja, verdammt, und es hat nur einen getroffen. Und ich kann auch nur einen jetzt noch mal treffen. Ja, dann mache ich lieber passen und lass meinen angreifen. Weil Sakanagi ist stärker. Ich hoffe, mindestens einer bleibt. Und zeige ich euch die Technik einfach einmal so beim anderen Gegner. Ne, sind alle drei geflohen.
Man hat es so, drei von denen haben stets die gleiche Elementschwächung. Genau eine hat eine andere bei diesen Gruppen. Ich kämpfe jetzt hier übrigens nur gegen die, damit ich euch Megiddo zeigen kann. Ich schwäche aber einen schon vor. Damit hier schneller geht. So, hier, Megiddo. Ihr seht, das macht ordentlich Schaden, ist Allmacht und trifft alle. Wollte ich mal eben kurz zeigen. Damit ihr weißt, wie kann man gut mit Tamas jagen. Craftet euch den Typen und schmeißt auf keinen Fall Megiddo raus. Megiddo ist Gold wert. So, ich packe dich jetzt aber wieder aus der Party raus, weil in dem Gebiet nützt mir trotzdem nichts. Weil Megiddo denen nur die Hälfte ziehen würde. Beziehungsweise für, je nachdem. So, von wo aus komme ich da gut dran? Ich will da oben drauf. Und suche mir jetzt auch einen Weg dahin. Oh, Heil Mitama, warte mal, nur zur Sicherheit. So, jetzt habe ich zumindest bei jedem einen Allmachtangriff. Okay, es ist ein Einzelner. Mitamas lasse ich immer drin, Leute. Dann könnt ihr euch wenigstens nicht beschweren hier, dass zu wenig Kämpfe da sind. Oh, gegen Mudo bist du schwach. Ich habe tatsächlich ein paar Juwelen. Dunkelheitsjuwel, go! Also ich jag die hauptsächlich auch nur wegen den Glorienkristallen. Was sehr empfehlenswert ist, weil ihr nie nimmer normal genug Glorie kriegt, um wirklich jede Fähigkeit zu holen. Also ihr müsst da Mitamas jagen. Und so nutze ich das auch hauptsächlich, um erstens die Fähigkeiten zu holen, wie Slots machen. Also sowohl Party-Slots als auch hier Technik-Slots. Weil das unersättlich ist. Und dann auch noch hier, um die Meisterfähigkeiten zu holen. Hauptsächlich dafür sammle ich diese Glorienkristalle. Hab ich schon gegen euch gekämpft? Ich glaube nicht. Ich glaube nicht, dass ich bisher einen Poltergeist bekämpft habe. Nee, habe ich, glaube ich, auch nicht. Aber weil ich ihn selber besitze, habe ich halt hier die Liste, was gegen die stark ist. Na gut, zeigen, was ihr könnt, muss ich jetzt aber auch nicht. Weil ich habe euch ja selber. Im Übrigen, wenn ich Inogami-Köpfe sammle, dann gibt der Baphomet mir ansonsten hier Juwelen. Und zwar in Vierer-Reihe. Ihr könnt auch immer so vergleichen, im Vergleich zur vorherigen Folge, wie viel Glorie ich jetzt dazwischendurch gesammelt habe. So. Irgendein Item. Poltergeist-Essenz. Na gut. Hätte mir irgendwie klar sein müssen, wenn da 5-4 Poltergeister sind, dass ich eine Essenz von denen kriege. Ein Anime-Beschwerer. Hm. Anime sind immer gut. Und zwar für alles. Guckt Animes, Leute. Nein, guckt das, was ihr gucken wollt. Lasst euch zu nichts zwingen. Ich persönlich mag Animes mehr als alle anderen Arten von Serien. Aber nur weil ich das so mache, müsst ihr das dann nicht. Entscheidet da wirklich selbst, was ihr gucken wollt. Ich glaube, irgendwie von dieser Seite aus komme ich da hoch. Ja, da scheint es hoch zu gehen. Den da habe ich mir übrigens tatsächlich schon hergestellt, aber bisher noch nicht bekämpft, also let's go. Oh, Mitama! Mitama ist wichtiger als ihr. Wind. Windjuwel da. Beziehungsweise Kraft. Ich weiß nicht, warum das Kraft hier heißt statt Wind. Tatsächlich haben die bei mir auch noch nie gekämpft. Kommt, ich lasse euch mal hier machen.
Die treten einfach. Okay. Haben wir von denen das mal gesehen? Ach ja, ich habe ja jetzt auch eine Fähigkeit drauf bekommen beim Nahobino. Und ihr habt Gottesvater noch nicht gesehen, ne? Hier bitte. Eine wunderschöne Technik. Das hier wollte ich auch einmal sehen, weil wir das, glaube ich, noch nie genutzt haben. Ich bin übrigens toll. 31.600.000 Lichter. Wer hat sich den Namen ausgedacht? Und dann sieht die Technik so lame aus. Och, Mann, Spiel. Feueratem. Hat der Enge mit dem letzten Level abbekommen. Ich bemühe mich wirklich, die durchgehend zu trainieren. Warum lohnt sich eine Eistechnik, wenn die dagegen eine Resistenz haben? Keine Ahnung, muss keiner verstehen. Sie sind tot. Das ist alles, was zählt. Und ich kriege auch ein bisschen Geld dadurch. So, jetzt will ich aber da hoch. Wie die Glorie haben. Dann kann ich Osquin den auch Techniken geben. Ja, da komme ich durch. Da ist auch irgendein Megavieh hinter mir gewesen. Ich will ehrlich gesagt nicht wissen, was für eins. So, dass hier oben niemand war, ist klar. So abgelegen ist immer einer zu finden. Und ich beschwere mich auch nicht, wenn ich einen finde. Ich versuche auch, all die Sachen in den Videos zu lassen, dass ich nichts Neues hier offscreen immer einsammle. Ich hole erst die Kiste. So. Eine Chiron Noob Essenz. Okay, wir sehen uns da oben wieder. Ich bin zwar noch nicht oben, aber ich dachte, ihr wollt vielleicht den Großen sehen, der hier steht. Und der erinnert mich an irgendeinen Hindu-Vieh. Da gab es irgendeinen göttlichen Elefanten. Ich weiß aber nicht, wie genau da hieß. Wisst ihr, wie das auch noch schön ist? Genau hinter dem ist eine Quest. Da will ich mich natürlich vorbeiprügeln. Kann auch sein, dass die Folge heute übrigens ein bisschen länger wird. Weil ich will schon die ganze Stadt hier erkunden. Chiron Noobs! Ich habe euch noch nie bekämpft. Nur als Partner gehabt. Deswegen, let's go. Ich nutze extra immer erst normale Angriffe, damit die zum Zug kommen. Zumindest das Vieh, was neu im Kampf ist. So, und damit du jetzt safe tot bist. Inferno-Regen. Kennen wir zwar eigentlich von uns, aber ihr wollt ja immer neue Kämpfe sehen. Ihr wollt überhaupt Kämpfe haben. Ihr meckert mich jede Folge an. Also, bitte. So, er hat angegriffen. Jetzt kann ich ihn vernichten. Ich versuche auch hauptsächlich bei den Nahobino auf die physischen Werte zu gehen. Der Grund ist, dass sowohl meine Allmachtsfähigkeit als auch meine heftigste Fähigkeit aller Master sich auf die physische Stärke beruht. Ich weiß, Donnerbrausen kann, wenn es effektiv ist, also den sehr effektiv Status hat, sogar noch mehr Schaden verursachen. Aber Sakanagi braucht halt auch diesen Wert und ist auch ungefähr so stark wie Donnerbrausen. Nur halt als Allmachtangriff. Dass ihr da Bescheid wisst. Ich wollte euch das nur sagen. So, Leute. Ich versuche mich jetzt mal an den Elefanten vorbeizuschleichen. Oh, was erblickt denn mein Auge hier? So viele wunderschöne Automaten. Hm, lecker. Okay, da oben ist eine Kiste drin. Aber zuallererst... Ich hoffe, wenn ich an dieser Seite vorbeirenne, dass der mich nicht angreift. Nee, der greift mich instant an. Welches Level hat der denn? Das kann ich sowas von knicken. Wenn der einmal drankommt, ich bin RIP.
Okay, ich hab's vorbei geschafft. Danke, dass du mich als hübsch ansiehst. Was soll ich dir denn sammeln? Mothman. Könntest du diesen Mothman Funko verwenden und 10 Mothman-Exemplare für mich? Och. Du willst mich doch veralbern, das mache ich offscreen. Und zeige euch dann im Nachhinein, was die mir gibt. Kann ich mich denn nicht hier an der Seite vorbeischleichen? Doch, das geht. Ich darf nur nicht in das Loch fallen. Selbst mit 2 Folgen kriege ich, glaube ich, die ganze Stadt nicht erkundet. Automaten. Komme ich hier irgendwo ins Gebäude rein? Vielen Dank. Ja, hier komme ich rein. Und ich sehe keinen Miemann. Einen Moment. Ich muss da oben drauf. Ich habe das gerade irgendwie noch geschafft. So, 1. Dann nicht springen. Ist so geplant. Eindeutig. Okay, geschafft. Eine Kelpie-Essenz. Ja, super. Ja, ich mache jetzt nur den Teil hier. Gegen dich habe ich noch nicht gekämpft. Na, dann könnt ihr auch direkt mal sehen, wie das mit dem Mothman-Funkhook funktioniert. Ich weiß es nämlich selber nicht. Wo ist der denn überhaupt? Achso, einfach töten. Okay. Na gut, ich gehe erstmal auf dich. Tschüss. Und dann garde ich jetzt, damit die einmal zum Zug kommt. Okay, sie nutzt Feuer, also ist sie höchstwahrscheinlich gegen Eis schwach. Oder ich mache einfach Donnerbrause und gebe auf alles einen Scheiß. Wie gesagt, ich vermute, dass sie gegen Eis schwach ist, aber ich bringe sie trotzdem instant um. Ja, ich muss einfach nur Mothmans umbringen. Das mache ich offscreen, eindeutig. Da geht's runter. Gucke ich mir gleich sofort an. Wo komme ich jetzt Gebäude rein? Da. Her damit. Und wenn man hier irgendwie durchkommt, eine Manangal-Essenz. Ja toll, die habe ich schon. Wo komme ich denn hier an dem Gebäude vorbei? Ich hole die Manangal-Essenz noch offscreen. Ach, einfach so drumherum. Okay, ich habe eigentlich niemanden hier erwartet, aber das ist auch in Ordnung. Eine Dämonenstatue. Dadurch kriegt man immer extrem viel XP, wodurch die mich alle überholen. Ich darf ja einmal durchdrücken. Oh, Mana-Entzug. Ist eine Allmachtsfähigkeit und Media brauche ich nicht. Media ist eine richtig schwache Fähigkeit. Sie heilt zwar auch alle, aber nicht so gut wie Segen. Oh, eine Fürstenessenz. Bei dir hätte ich eigentlich lieber, dass Allmacht stärker wird. Für was anderes brauche ich dich nicht. Der hat noch Mana-Quelle, dadurch hat er noch mal ein bisschen mehr Max-MP. Ja, Mothman ist ein Elektro-Dude zusammen mit Wind. Die hat Windatem.
Ja, die kriegt mehr Erfahrung, wenn sie unter mir ist. Das muss jetzt nicht unbedingt sein. Sie ist sogar über mir. Ich habe halt gedacht, hier wäre Mima, ne? Ich versuche hier so viel zu erkunden wie möglich. Es kann halt wirklich sein, dass dass deswegen die Folge länger geworden ist. Ich sehe es ja erst im Nachhinein. Mein Hund liegt hier und hat Albträume. Frag mich nur, wovon. Weil er zuckt hier. Und. Ah, ich dachte, ich muss skippen. Ist ein Miethammer, der darf drin bleiben. Nicht Skill, immer erst gucken, Fernrohr. Licht. Passt ja. Hammer. Und zwei Glorienkristalle. Nummer 20 Glorie. Da sind ein paar Manangals. Oh, hier ist auch noch ein großer Glorienkristall. Den will ich auch noch mitnehmen heute. Ja, genau. Lauft weg. Habt Angst. Sonst esse ich euch auf. Ist doch safe auch irgendwo ein Miemann. Das kann mir keiner erzählen. Okay, der Stein ist geschenkt. Kommt man ja easy dran. Wo führt der Weg hin? Da oben hin. Ich glaube, das ist sogar der Weg, den man standardmäßig laufen müsste. Ich habe den Kampf übersprungen. Die nächste Obsess ist erst nächste Folge dran. Zwei Grimoire, die werde ich noch einsetzen. Da gehe ich jetzt noch nicht lang. Ich hole mir jetzt, wenn, nur die Kiste, die hier um die Ecke gammelt. Eine Huapo-Essenz, so hieß dieses komische Flattervieh. Und ich hatte im Übrigen recht, es ist gegen Eis schwach. Nach einmal killen sieht man die Schwächen. So, da müsste ich einmal noch hochklettern und dort einmal. Das kann ich in einer Folge noch reinpacken. Entschuldigung, wie gesagt, dass die Folge jetzt länger ist. So, den ewig langen Aufstieg habe ich euch mal erspart. An dem Ende der Brücke könnte noch was sein. Ich gehe jetzt erst hier links gucken und dann gehe ich die Brücke lang. Ich will halt wirklich versuchen, alles in eine Folge zu kriegen. Entschuldigung, wenn ich mich wiederhole. Okay, kein Miemann. Interessant. Ich hätte hier oben einen erwartet. Lebensperle. Hole ich offscreen. Hier ist eine endlos lange Schlucht. Ich habe so oder so wahrscheinlich schon 4, 5 von denen übersehen. Och, lass mich in Ruhe. Mag keiner. Ah, okay. Jo, dann gucke ich jetzt noch da oben. Doch, jetzt gucken wir hier noch eben. Erst links, dann rechts. Weil rechts sind zwei Kisten. Die sind richtig viele Mothmans. Dann weiß ich ja wenigstens, wo ich die farmen muss. Für die eine Quest. Du darfst ruhig öfters die Miemanns, die Mithamas spawnen. Das ist eigentlich das Beste, was die machen kann. Weil die gibt mir sonst eigentlich immer nur Dreck, den ich eh nicht brauche. Beziehungsweise schon voll habe. Also die darf ruhig Mithamas spawnen. So, was kriege ich? Zwei Elektrojuwele und eine Bugs-Essenz. Bugs war dieser Bär. Drachenlinienquell, dann gebe ich jetzt zuerst die Miemanns und dann den anderen Schmarrn ab. Okay, sind nicht mal genügend.
Vorher. Die nutze ich eben. Kann ich mir direkt die nächste Fähigkeit dann noch holen. Und zwar hätte ich nämlich gerne, dass die auch mehr XP kriegen. Es dauert echt lange, alle zu leveln. Dass die ja ungefähr auf dem gleichen Stand sind. So, Apothese. Ich kann euch hier eben zeigen, welche Essenzen ich jetzt bekommen habe. Huapo, Kelpie, Chironub. Also das sind die Essenzen. Ehrlich gesagt würde sich King Frost bei mir sogar richtig gut lohnen. Zumindest wenn ich bei den Huapus vorbei bin, weil der kann Eis reflektieren. Das ist bisher die einzige Essenz, die ich habe, die Zeug reflektieren kann. Obwohl die vom Chironub jetzt auch nicht zu verachten ist. So, zuallererst dämonische Fähigkeiten. Dass die alle eine Fähigkeit mehr haben können. Dämonische Führung dauert noch etwas. Ich könnte Aura der Todesangst mir auch holen. Weil dann könnte ich recht oft Geld kriegen, aber ich kriege, glaube ich, nicht viel davon. Also lohnt es sich, glaube ich, nicht. Aber man kann es ja in Betracht ziehen. Ich werde noch 40 farmen und dann mir das holen, dass die mehr Erfahrung kriegen. Ich kann den ja jetzt allen jetzt noch eine Fähigkeit draufpacken. Das mache ich auch offscreen. Weil ich ein bisschen länger bräuchte, um mich zu entscheiden, was ich denen alles jetzt vererbe. Das kann ich euch ja beim nächsten Mal dann zeigen. Weil ich habe die Folge jetzt für heute wirklich schon lange genug gestreckt. Ja, Leute. Wenn es euch gefallen hat, könnt ihr ein Abo und ein Like da lassen. War spaßig. Auch wenn ich jetzt mehr hier nur gesucht habe, wie ein Verrückter. Wir haben hier sehr viel aufgedeckt und viel Zeug gefunden. Und ich konnte euch Fortschritte zeigen. Mehr oder weniger. Beim nächsten Mal gehen wir dann weiter und machen die Abszesse da drüben. Bis dann. Tschüss.